So, damit willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir sollen uns immer noch durch die, der hat nervöse Zuckungen, durch die Villa durchkämpfen, um den Schmied, der gar nicht durch die Tür durch will. Wieso ist der schon vorausgerannt? Das ist ja überhaupt nicht gefährlich. Wir sollen ihn zwar beschützen, aber er rennt einfach vor. Ist in Ordnung. So, wie schaut's denn da drin aus? Da haben wir jede Menge Gegner. Ich gehe mal vorsichtshalber auf die Phantomklingen. Beziehungsweise kann ich... Ich gehe erstmal in Deckung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Erstmal in Deckung gehen. So, jetzt schmeißen wir einfach mal... da eine Rauchbombe hin. Geh aus dem Versteck raus. Das ist keiner Typ. Gute Nacht. Komm stehen bleiben! Ich seh nichts. Wieso wollte ich nicht einfach absticht, wenn sie sich eh nicht wehren können, verstehe ich nicht. Und komm mir jetzt nicht von wegen, oh, das ist auf verbliebenen Krieg und bla bla bla. Das interessiert den mit seiner Axt nicht, ob er dich jetzt laut Assassinen-Credo ehrlich tötet oder nicht. Der haut dir das Ding einfach in den Schädel und dann ist Schluss mit lustig. So, können wir dann? Natürlich. Finde ich gut. Gib mal die Tür auf. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Ich glaube, sehr wichtig. Dann räumen wir diese zwei Typen da drüben mal auf. Entschuldigung. Verzeihung, ich muss hier mal down zu. So, sehr schön, sehr schön. So, dann holen wir uns den Kerl mit der Klinge. Ich bleibe überhaupt nicht stehen. Gute Nacht. Jetzt habe ich vor lauter Begeisterung vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken von meiner Timing-Stoppuhr-Dingensen-Gedöns, ne, weißt du? So, bitte mal runter. Genau. Oh, oh. Den Verbrecher töten kann ich jetzt gerade nicht. Was ist denn hier los? Kleine Planänderung. Ja, 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 immer diese kleinen Fische, die denken, sie könnten sich einmischen. Drücken sie LB um einen Reflex. Was? Oh, oh. Nein, nicht in Deckung gehen, du sollst. Oh, fuck. Hast du mich gerade Aas genannt, oder? Alter, jetzt lauf doch einfach. Mensch. Zuerst geht er in Deckung, wo er eigentlich ausweichen oder blockieren sollte. So, was ist mit RB gemeint? Was ist ein LB? RB oder LB? Mein Gott, da schmeiße ich Bomben, das tut überhaupt nichts jetzt. Ich hätte ganz gerne einen actionreichen Kampf. Nein, jetzt steckt doch nicht das Schwert wieder weg. Och, Arno, lass ihn anvisieren, bitte. Also, geht doch. Ich muss einfach mal aufhören, diese ganzen Spiele-Infos zu lesen. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Der Gesichtsausdruck von ihm. Gold wert. Ach ja, wie schön. Sollte sich übrigens jemand wundern, warum ich da mittlerweile auf Level 3 bin und vom Rang her Soldat. Ich habe mich ein bisschen hochgelevelt. Wobei, beim letzten Mal war ich gar nicht Soldat und ich hatte nicht 3 Sterne. Beim letzten Mal hatte ich nur 2 so Diamanten. Und ich war irgendwie Gelehrter oder irgend sowas, keine Ahnung. So, wo willst du denn hin mit uns? Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und... Lafreniere kam ja auf die Schliche.
Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. So, Erinnerung ist abgeschlossen. Belohnung 2 Dingspunkte und die geknackten Türen haben wir jetzt natürlich nicht geschafft. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes die Al-Oblée an, oder wie das Ding heißt. Aber an dieser Stelle setze ich dann mal ganz kurz einen Cut, dass wir dann schneller dort sind, dass wir uns das Gelaufe sparen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir sollen uns heute die Al-Oblée etwas näher ansehen und 3 Pistolenkills durchziehen. Dann wollen wir das doch mal angehen. Diesmal wird es hoffentlich etwas besser hinhauen als in der letzten Mission, wo ich versehentlich die Pistole eingesetzt habe, obwohl ich die Phantomklinge nutzen wollte. So, gucken wir mal. Willst du mich... Moment. Alter, ernsthaft? Ach, weißt du was? Weißt du, 3-mal aus 2 Meter Entfernung daneben geschossen, das ist... Peinlich! Ah, verdammt! Okay, 2 Lanzenträger im Nahkampf ist schon nicht so geil. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Wow. Oh, verdammt! Oh Gott, Bastard! Und da kommen weitere 8 Stellen. Verdammt, Patriot! Teufel tue ich. Ich tue nicht dir gehören. Du Schuft. Au. Warte, Medizin. Blocken. Schlagen. Medizin. Aspirin. Neutrin. Warte, gibt's gar nicht. Jetzt stimmt doch. Ach, die sind auf Level 4. Wieso sind die auf Level 4? Was ist denn hier los? Medizin. Boah. Ich kann euch trotzdem klein hier machen. Von hinten hältst du es gerne, ist in Ordnung, lässt sich arrangieren. Na gut, das war zwar nicht von hinten, aber was soll's. So, 3 Pistolenkugeln haben wir noch übrig, das würde genau reichen. Dann sehen wir uns hier drin mal um. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Den Regen abhält. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Mhm. Also wenn in jeder dieser Kiste irgendwie Waffen drin sind, dann holla die Waldfee. Komm mal. Nee, ich kann die Waffe noch gar nicht benutzen. Stimmt, das muss ich erst noch erlernen, die Fähigkeit. So, sollen wir uns hier durchschleichen oder einfach einen draufhauen? Ich kann eigentlich draufhauen, weil ich soll die Typen eher schießen. Machen wir hier mal einen schönen Headshot. Das wäre der Headshot gewesen. Okay, das war elegant. Nummer 2. Oh, verdammt, Medizin. Scheiße, 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 lauf. Okay, wir haben unsere 3 Kills. Was? Der letzte zählte nicht? Habe ich den nicht getötet oder was? Mist, jetzt habe ich 2 Bomben auf einmal geschmissen. Scheiße, ich sehe hier überhaupt nichts. Es sind viel zu viele Gegner.
Weg, 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 weg. Laufen, laufen, laufen. Also einfach nur blindlings draufhauen ist nicht immer die beste Lösung. Gegner läutet Alarmglocke. Lass es. Kacke. Ich geh nochmal kurz raus. Einfach nur kurz an die frische Luft. Ach nein. Entdeckung und wenn sie kommen, dann machen wir sie platt. Ach du Scheiße. Einfach auf und davon. Ja, und mit reiner Weniger. Zwei Weniger. Drei Weniger. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wow. Scheißendreck. Ja, genau, draußen ist natürlich noch cleverer, gegen so viele zu kämpfen. Dann kommen noch mehr Patrioten. Also sollte man lieber wieder reingehen. Moment, ich möchte mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar Ausrüstung. Sie müssen anonym sein und festen Boden. Ah ja, siehst du, dachte ich mir. Ich hätte jetzt nämlich gern zu einem Stab gewechselt, weil die Stabwaffen in dem Spiel sind echt geil. Kann ich einfach nur feiern. Aua, nein, Medizin. Ich habe keine Medizin. Ja, leck mich doch mal aus. Jetzt muss ich die Typen irgendwie loswerden und die schießen. Ja, lauf, 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 lauf. Ach, da geht's gar nicht rein. Da ist alles zu. Ich denke, es gibt mehrere Zugänge. Da ist. Gute Nacht. Da. Nee, hier ist nichts seltsam. Du hast nichts gesehen. Haben wir hier Gegner? Sind hier irgendwo Gegner? Ja, da ist. Da ist einer. Wo sind die anderen? Wo sind die ganzen Leichen hin? Ich wollte die jetzt plündern. Scheiße. Haben wir noch. Ich hab keine Phantomklingen mehr. Ich habe keine Berserkerklingen mehr. Ich habe gar nichts mehr. Perfekt. Wenigstens einen. Ich hoffe, der hat Medizin dabei. Plündern wir den mal kurz. Medizin? Ja, Medizin! Oh, Gott sei Dank. So, und bevor jetzt dieser ganze Megatrupp wieder auftaucht, werden wir einfach mal hier weiterklettern. Wo sind denn die eigentlich? Die müssten doch irgendwann wieder auf ihren Posten zurückkehren, oder? Rein theoretisch. Pistolenkills haben natürlich auch super funktioniert. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Arno, was hast du vor? Nom de Dieu! Die Pulverlager, sie wird auch gehen! Na super! Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Dezent übertrieben, Arno. Dezent übertrieben. Ich laufe erstmal. Die Hollow Blade werde ich jetzt nicht mehr untersuchen. Oh shit. Halten und B für durchqueren, okay. Oder unterqueren, oder weiß ich nicht. Ach, schon abgeschaltet. Lalalala. Wir haben das drauf. Au. Na, ja, das ist ja feierlich. Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Hättest du vielleicht, wäre besser gewesen. Einfach so ein Feuer machen und das direkt neben Pulver fesseln. Ich meine, die Zerstörung ist damit vorprogrammiert. Das hast du gut hingekriegt. Aber ob wir jetzt hier lebend rauskommen, ist die Frage. Der Hüpf. Immer nach oben. Das ist eine sehr gute Idee. Da oben ist immerhin ein Loch in der Decke. Einerseits der Vorteil, dass da oben offen ist, Wärme steigt immer nach oben, das heißt, der Rauch zieht ab, das heißt, hier drin wird es nicht so schnell stickig. Auf der anderen Seite ist es wiederum scheiße, weil das fördert eigentlich nur den Brand. Von unten kommt nämlich frische Luft nach, weil unten die Zugänge alle offen sind und nach oben kann es abziehen. Kamineffekt, sag ich da nur. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein! Ui! Ist ja nett.
So, ich glaube mal, der Balken da ist es. Nein, darüber. So, bitte mal da hinüber und hinauf. Und raus hier. Au, 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 au. Okay, das war cool. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Ja, natürlich, wir haben das drauf, hier unauffällig zu agieren. Das hat man ja in unseren Kämpfen schon gesehen. Also gut, Objekte über- und unterqueren hätten wir eigentlich 4 Stück gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die sein sollten. Da waren doch bloß 2. Und Pistolenkills, ja, über meine Super-Skills braucht man natürlich überhaupt nicht zu reden. Jo, dann wär's das erste Mal mit der Halloble und als nächstes knöpfen wir uns dann wahrscheinlich den Großmeister vor, aber ich werde mich an der Stelle jetzt erstmal verabschieden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gleich wieder und bis dahin sage ich erstmal tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.